Wie viel brauche ich denn noch? 300. Okay. Zwei Runden. Puh. Zwei Runden diese Strecke und ich habe nur zweieinhalb, nicht mal zweieinhalb Minuten Zeit. Also mal wieder knacken lassen, Leute. Dann kommt noch sowas. Fahrzeug, was Rückwärtsgang gibt. Naja. Wir haben uns das Spiel ja auch ausgesucht, ne? Ja, ich habe es mir zwar ausgesucht, aber ich hatte es irgendwie ein bisschen... Nein, eigentlich einfacher hatte ich es mir auch nicht gedacht, so. Aber ich hatte so die Hoffnung, dass es einfacher wird. Also, dass man irgendwie die Steuerung besser drauf hat, so in dem Bereich, dachte ich so. Und nicht, dass das gesamte Spiel für den Arsch ist. Ja. Erste Runde aber tatsächlich geschafft. Aber auch man siehe ganz knappe Zeit. Muss nur besser werden, ne? Ich sage, es muss besser werden und macht sich Fehler hintereinander, ey. Das ist ja auch nie ausdenken, ey. Sassy, ist es okay? Dann machen wir das auch. Ein Point-to-Point wolltest du? Geil. Hat die Polizei eingeloggt, die Polizei kommt nicht hinterher. Man sieht 6 Sekunden und wir haben nicht allzu viele Fehler gemacht. 6 Sekunden Unterschied. Hätte ich es überhaupt durchgeracht, so, ne? Also so welche Fehler haben wir halt gemacht, ja. Ne? Ich finde diese Fehler jetzt eigentlich nicht so weit schlimm. Schade, hätten wir gewonnen. Aber, keine Ahnung, müssen wir gleich mal gucken, ob wir irgendwelche geilen Upgrades haben. Ansonsten müssen wir uns so lange durchlacken, bis sie mal einen so geilen Fehler macht. Aber Teil ist gesperrt. Das Teil ist auch gesperrt.
Das Teil macht keine Veränderung. Tja, das Teil ist gesperrt. Das Teil auch. Ja, wir haben keine Upgrades. Wir kriegen keine Upgrades dafür. Irgendeinen anderen Wagen. Ja gut, der Lotus ist natürlich ziemlich gut, muss man sagen. Der Corvette. Ich sag ja, der hat ja im Vergleich zu unseren Wägelchen gar nicht so viele Unterschiede. Wir haben halt Top Speed und Acceleration in dem Bereich. Ich würde mal sagen, wir probieren es jetzt noch ein paar Mal. Ansonsten, keine Ahnung. Lagen wir uns irgendwie durch so ein bisschen oder so, keine Ahnung. Aber guck mal hier, wie langsam die Polizei auch hinterher fährt, so. Also da kommen wir jetzt auch nicht mehr hinterher. Ja, aber die fährt auch ziemlich schnell und perfekt. Lenkt die auch so, ne? Ja. Ja, vielleicht sollten wir hier nicht das nehmen, sondern das andere. Schon wieder rüber. Machen wir Restart. Ja, keine Ahnung, müssen wir uns wie gesagt durchlagen jetzt ein bisschen. Gerade hatten wir ja ein bisschen Glück. Machen wir jetzt halt unteren Bereich. Vielleicht klappt das. Weiß man ja nicht. Ja, was erwartest du von der Polizei? Die steht doof rum. YOLO. Mache nichts. Na, jetzt ist wieder zusammengecrasht. Okay. Ah, da kommst du auch gar nicht runter. Aber die macht Fehler. Ist bei der Strecke jetzt auch nicht wirklich schwer. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber sie macht sie. Gut, hier jetzt macht sie es nicht. Hier ist sie wieder perfekt, wie aus dem Buch perfekt beschrieben. Gefahren, aber wirklich perfekt. Start perfekt, alles perfekt. Was war los? 226. Was hat ihr gemacht? Egal, wir haben es geschafft. Puh, ich habe gar nicht nach unten. Ich habe nicht nach unten geguckt. Dachte mir so, nein, ich gucke jetzt nicht nach unten, sonst verkacke ich irgendwas. Oh, wir haben es geschafft, ey. Wow, geil. Und kriegen wir jetzt auch mal ein Upgrade. Oder dürfen wir wieder mit unserem normalen. Ach man. Ich will doch nur Upgrade haben.
so ein bisschen besser sein. Noch schneller. Oder gibt's das nicht mehr für den Lamborghini? Da finde ich scheiße. Ey. Da kannst du nichts machen. Nichts. Da konntest du nichts machen, ey. Der ist wirklich super getimed gefahren. Das ist wieder diese Strecke, die verflucht mich aber auch. Ja. Ach, keine Ahnung. Wahrscheinlich überholen mich alle. Ja, ist in Ordnung. Schön, freu dich. Was ist das? Wieso steht da gleich um die Ecke schon wieder einer? So nach dem Motto, YOLO. Wir stehen da einfach nochmal. Jungs, ihr habt mich doch erwischt. Was wollt ihr denn noch? Habt mich erwischt. Könnt einen geilen drauf. Fertig. Ach, nur die Strecke. Nur im Dunkeln. Also erstmal interessant, dass es auch einen dunklen Modus gibt. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Junge, sie zeigt nach links. Nur der zweite zeigt nach rechts. Als ob ich da jetzt drauf achte, oh ja. Was das zweite sagt. Das interessiert mich auf jeden Fall erstmal das linke. Daran orientiere ich mich nämlich. Ich gehe doch nicht davon aus, oh, jetzt geht's nach rechts. Das sind sowieso 1000 Markierungen so. Sich da zurechtzufinden, ist sowieso für den Arsch. Ey, und dann diese Downgrade schon wieder, ey. Im Spiel. Das merkst du richtig. Dass jetzt hier in Zeitlupe geht, so. Jetzt gar nicht mal, das lackt schon. Ist doch bescheuert, ey. Ja, Downgrades kann... Dann ist die Strecke einfach zu gut für das System. Oder ja, da hab ich keinen Bock zu produzieren. Wohlgemerkt, ihr habt für dieses Spiel zu der Zeit 40 Euro bezahlt. Nie im Leben hätte ich für dieses Game 40 Euro bezahlt. Das hätte ich lieber verbrannt, in die Toilette geschmissen oder um mir den Arsch abzureiben. Oder abzuwischen, weiß nicht, oder so. Dafür hätte ich 40 Euro lieber benutzt, als für dieses Spiel. Jungs, verpisst euch doch mit euren verfickten Millimetermaß Wand. Ich kann mich sowas von kreuzweise, ey. Die Serie hätte ich auch komplett ausschalten können. Die bringt hier überhaupt nichts. Sie stört einfach nur. Wieder. Ich gucke aufs linke.
Ja, freu dich, geil. Schön. Klick weiter. Ey, ist das dein scheiß Ernst? Glitsch dich weg, verdammt nochmal. Als ob, Alter. Meine Fresse, glitsch dich doch einfach weg. Freuen wir uns alle drauf und fertig, ey. Wäre ich weiter gewesen, der Typ hätte mich nicht überholt. Meine Fresse, ist das eine Scheißstrecke. Und so überholt mich auch noch der Letzte. Und an dieser Stelle ist einfach Downgrades. Was auch immer ihr an dieser Strecke gemacht habt, das kann das System nicht machen. Aber wir sind mittlerweile wieder der Erste, wie auch immer das funktioniert hat. Gut, ich denke mal, man kann es mir verschmerzen, dass ich diese Strecke hier nicht perfekt fahre. Viel zu viele Kurven. Ja, und halt alles andere auch. Rundum eine Scheißstrecke einfach. Junge, ich bin auf der anderen Seite, wie hast du mich gesehen? Ja gut, kann man mich schon sehen, aber trotzdem. Mann, gib doch einfach auf, Mann, das macht einfach keinen Sinn. Sich die Zivilisten einfach selber. Das ist auch nicht schlecht, ne? Jungs, wie lange ist die Strecke noch, ey? Alter, zweimal wurde ich verhaftet, ey. Sauerei, ey. Das ist aber auch eine behinderte Strecke, einfach, ey. Hätte auch nicht einfach eine einfache nehmen können, ey. Boah, wie ihr nehmt die als Boss-Strecke. Für den letzten, ey. Boah, dann dreh ich durch, ey. Ja, lass mich voll dir ein, Alter. Ja, ich bin natürlich jetzt sauber. Ist logisch, denke ich mal, ne? Ja, nervt auch einfach. Sowas nervt einen ein bisschen einfach. Übersteuerung kannst du woanders machen, Alter. Die brauchen wir hier nicht. Ja, ich hau meinen Controller gegen den Tisch. Das hört dir hier in 1A-Qualität. Es nervt einfach nur, ey. Diese Übersteuerung nervt tierisch. Das ist Sauerei. Das ist einfach an so welchen Kurven, wo du gerade das siehst, gerade um die Ecke kommst und zack, sind die da schon. Kann mir keiner erzählen, dass er da super passend, perfekt reagieren tut. Ach, wir haben es geschafft sogar, geil. Junge, verpisst euch mit deinem Double Down. Was auch immer das macht. Könnt ihr mir natürlich auch schreiben. Webster ist unser nächster und wir brauchen nur noch 900 Punkte. Und dürfen Rundkurs fahren. Ich bin begeistert.
Aber hier finde ich die Fahrzeuge, wie gesagt, viel nerviger als noch im GBA-Teil. Da, die kamen auch unvorhergesehen so, ne? Aber nee, ich meine nicht so oft, glaube ich. Ich meine, ich habe da natürlich auch ein paar Ausraster durchgehabt. Ja. Gut, das war jetzt über, durch die Überlenkung gewesen. Jetzt hätte ich die Abkürzung nicht gefahren, aber die ist auch ganz cool. Auf jeden Fall. Das ist nicht der Teil. Ja, das ist der Teil. Das ist die Strecke, wo wir gerade den Bossfight gegen Sassy hatten. Wo die einfach mit ihrem Lotus Elisa einfach durchgezogen hat, ey. So nach Motto easy going. Mann, gib doch auf am Ende, was ist mit euch? Gott, das ist ein Nerven, wenn ich hab. Oh, Busted, wir freuen uns alle. Verpisst euch einfach nur. Meine Fresse ist das behindert. Immer diese verfickten Scheißkanten in den Scheißwänden. Wer die gemacht hat, ist ein Hurensohn, ey. Alter! Das nervt einfach nur noch. Diese scheiß Millimeterarbeit hier, ey. Behindert ist sowas einfach nur. Behindert und einfach komplett unnötig. So, jetzt kommt mein Ausraster hier und mehr dazu. Aber trotzdem, es ist einfach behindert und nervig. An jeder Ecke warten. Warten die. Was will man da noch? Junge, der ist sogar noch mitgefahren einfach, ey. So, geschafft. Nein, Doppeldown kann nicht kreuzweise. Siebenhundert brauchen wir noch, Geil. Ja. Verfolgt mich einfach, YOLO. Ja, ich war Erster, gebe ich zu.
habe jetzt gar nicht gesehen, wo sie die Nagelbinde hingepackt hat. Auch eine Bossstrecke, die wir so oft gefahren sind. Ich weiß gar nicht mehr gegen wen. Ich weiß nur, dass mich diese Strecke auch aufgeregt hat. Boss scheiße war. Meine Fresse, verpiss dich doch, du scheiß Taxifahrer. Ich soll eh kein Trinkgeld. Ich sollte mal langsam aufpassen, was ich hier sage. Ne? Nicht ernst gemeint. So, ne? Also, liebe Taxifahrer, ich hoffe, ihr kriegt so viel Trinkgeld, wie ihr braucht. Und ihr, ne? Wäre super auf jeden Fall. Aber ich meinte jetzt den bezüglich, so, ne? Wenn ich irgendwelche Äußerungen mache, ich meine immer da. Nicht allgemein, ne? Wobei ich gehe eigentlich stark davon aus, dass leider, und das muss ich auch leider sagen, Taxifahrer bestimmt super selten überhaupt mal was bekommen. So trinkgeldmäßig so. Aber gut, man muss da natürlich auch noch unterscheiden zwischen wie eilig hat man es gerade so, ne? Oder beziehungsweise wie lange dauert die Fahrt, auch im normalen Bereich so, ne? Und natürlich auch Taxifahrer, die fahren nicht so schnell. Und es gibt halt Taxifahrer, die fahren echt gut. Gut und schnell vor allem, ne? Geben guten Gas und so weiter, ne? Da muss ich aber auch sagen, so welche favorisiere ich natürlich. Okay. Favorisiere ich mehr. Ja, auf jeden Fall. Wenn der gut gefahren ist, dann gibt es auch 1 Euro oder 50 Cent. So, ne? Mache die Summe dann meistens auch glatt. So, ne? Auf jeden Fall. Ja, hast mich gebastelt. Lass mich gleich mitverfolgen wieder. Oh, willst du gar nicht? Die Kurve ist behindert. Die erste auf jeden Fall, die zweite kriegst du noch hin, weil du die Geschwindigkeit sowieso noch nicht so hoch hast. Es nervt einfach nur, dass du ständig die Polizei hast. Ständig. Das nervt wirklich. Also hier nervt mich das gerade noch. Auf jeden Fall. Ja, aber wie gesagt, wenn ihr Leute kennt, Familienangehörige oder sonst was, die Taxifahrer sind, dann schreibt mir das mal ganz gerne, wenn ihr da so Erfahrungsberichte habt. Das wüsste ich zu gerne wirklich mal. Aber ich gehe, wie gesagt, sehr, sehr stark davon aus, dass die meisten einfach gar nicht geben. Wie gesagt, ich gebe eigentlich immer nach Situation, muss ich sagen. Ne? Es gibt Leute, da habe ich gegeben. Und es gibt auch Leute, da habe ich gar nicht gegeben. Muss ich echt sagen, so, ne? Das lag aber auch daran, dass ihr wirklich zu langsam gefahren ist oder die Summe schon so lächerlich hoch war. Ne? Und da unterscheide ich. Ne? Das ist natürlich doof für einen Taxifahrer. Die haben ja auch sowieso die Preise da erhöht auch. Das finde ich auch nicht so toll von den Unternehmen her so. Ne? Finde ich schade einfach. Wenn Unternehmen Preise erhöht, klar, muss hier Kosten und so weiter drin haben. Aber ich finde es für die Taxifahrer echt dann blöd,